Glück aus Kirschen, purer Genuss. Moin Moin Freunde, was geht? Jo, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und das war diesmal im Krat, ja, wer zu sehen war, das war natürlich Fan Thomas, der liebe Thomas war zu sehen gewesen. Der hat mir nämlich einfach mal eben so ein Paket hier geschickt in seiner MyGeekbox. Er ist ja der MyGeekbox-Man. Ja, also wenn ihr den besuchen wollt, da in der Infobeschreibung oder halt in der Videobeschreibung ist sein Link zu seinem Kanal. Macht auch ganz lustige Videos und weiter. Und wir sind ja sowieso die Filmblogger zusammen. Wer ihn noch nicht kennt, abonnieren und ihr wisst schon Bescheid. So, dann bin ich mal gespannt, was er mir geschickt hat. Ja. Und wir machen das aber auf, ist auch ziemlich schwer. Er hat gesagt, er hat diese 1 Kilo fast ausgenutzt, das war so eine Warensendung. Und dann würde ich mal sagen, Leute, beginnen wir mit Item 1. Oh, er hat Luftpolster geschickt, ich wollte schon immer Luftpolster haben. Naja, Spaß beiseite. So, Item 1, gucken wir mal, ich zieh das mal raus. Oh, was hat er denn hier? Okay, Poster hat ein bisschen Knicker bekommen. Es ist Power Rangers. Ja, ich fand den Film ja eher, naja, ne? Aber egal, das würde ja ganz gut hier reinpassen, weil ich wollte so ein bisschen jetzt umgestalten die nächsten Wochen. Ich habe mir auch was gekauft, das verrate ich aber jetzt nicht, was in den nächsten Videos vorkommen wird. Ja, Together We Are More. Also, wer gucken will, hier Videobeschreibung ist die Review zu Power Rangers. Viel Spaß dabei. Ja, das war Item 1, ein Poster. Er sagt, da sind ja ein paar lustige Sachen drinne. Da bin ich mal gespannt, was da drin ist bei Item 2. Ey, das ist ja geil. Okay, das machen wir jetzt erstmal zuerst. Das ist dann Item 2. Ich bin ja voll ein Game of Thrones Fan. Und mich wundert total, dass er die rechte Hand, den Pin, mir geschickt hat. Also kann man hier sehen, von Game of Thrones. Ja, ich werde jetzt nicht so viel spoilern. Die ist auch gerade sehr aktuell. Wer Motor einschalten will, wir machen Motor einen Livestream zu der Folge dann. Auf jeden Fall gefällt die mir richtig sehr, dass es ein geiles Item, wenn es auch nur ganz wenig ist. Manche werden es wahrscheinlich nicht verstehen. Kann man jetzt auch hier so rumlaufen? Ja, ich bin die rechte Hand. Endlich. Yeah. Nein, aber das ist schon sehr cool. Finde ich eine tolle Sache. Kann man sogar auch sich hinstellen ins Regal und so weiter. Das war Item 2. So, dann kommen wir zu Item 3. Und Item 3 habe ich schon rausgeholt. Das klebt ihr ja daran. Das ist ein Luftpolster. Was hat er denn jetzt hier bestellt? Hat er Visitenkarten bestellt? Okay, das ist ja nice. Hat er mich jetzt ja hier überrascht hier, wa? Geile Sache, ey. Hat Emma eben hier mal eben so ein 100er Paket Visitenkarten bestellt. Ja, sehr geil. Aber danke, Thomas, für die Visitenkarten. Hätte ich mal zum Schluss auspacken sollen, wa? Ja, wir haben jetzt, wie ihr sehen könnt, hier einmal die Filmblogger und hier einmal die andere Seite. Die muss er ja auch vor kurzem gemacht haben. Ja, das war Item 3. Visitenkarten. So, dann kommen wir zu Item 4. Ja, sehr nice. Ja, das war ja unser erster Moment, wo wir zum ersten Mal Pressekarten bekommen haben, hat er ja mal eben hier so reingemacht. Aber sehr geil, hier oben abonnieren, gefällt mir der Nerd von Thomas. Auf jeden Fall sehr geil, Thomas. Finde ich sehr geil. Ja, sehr geil, sehr geil, 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 geil. Dann kommen wir zu Item 5. So, er sagt, das ist was Witziges. Hat er nochmal ein Foto reingemacht? Ah, hat er noch ein Foto reingemacht? Sollen das jetzt die Autogrammkarten sein oder was? Okay, nochmal eins. Okay, 3 Autogrammkarten oder so. Hat er mir auch noch. Wir schenken ihm die Versandkosten. Hat er mir noch ein Pixum-Fotobuch? Hat er mir hier geschickt. Ja, nochmal ein Foto. Okay, so was hat er als Visitenkarten oder als... Oder hat er denn noch mehr reingemacht? Weiß ich nicht. Naja, so. Wir kommen jetzt zu Item 5. Item 5, okay. Da hat er sich ja halt drüber aufgeregt. Er fand das ja nicht so toll. Ich habe ja auch sehr viele Schlüsselanhänger, aber ich finde Iron Man ja ganz geil. Und ja, das ist der Eiermann-Schlüsselanhänger. Der ist gar nicht schlecht, glaube ich, den hat er auch doppelt gehabt. Ja, das war Item 5, ein Schlüsselanhänger. Ja, auf jeden Fall kommen wir jetzt zu Item 6, weil ich habe gemerkt, da sind noch ein paar Sachen drin. Du bist doch verrückt, Mann. Was ist das denn? Ach nein, ne? Ja, so viel Langeweile habe ich nicht. Um das zu machen, das ist ja eigentlich mehr so ein Spielzeug. Nein, aber für Kinder oder keine Ahnung. Ja, so. Da hat er gedacht, das gibt ja mal den Nerd. Weil dann kann er sich was basteln, wie ein cooles Werder Bremen Armband oder was weiß ich. So, dann kommen wir zu Item 7. Und immer noch, du bist bescheuert. Was schickst du mir so viel? Okay, was ist das denn? Yaitara. Irgendwas mit einem Fisch drauf. Was ist das denn? Wollen wir die aufmachen? Ja! Dann machen wir sie jetzt auf. Ob das jetzt so schmeckt, ich weiß ja nicht, ne? Let's taste.
Es riecht schon voll nach Fisch, Mann. Ja. Also irgendwie. Bäh. Ist ja irgendwie eklig. Ja, schmeckt voll nach Fisch. Schmeckt voll erst voll pappig und dann kommt der intensive Geschmack nach Fisch. Also ich mag Fisch auf jeden Fall, aber ja, das ist nicht so mein Fall. Ihr könnt ihr das sehen. Das sind so eine Fischsticks. Also Thomas, tut mir leid, das ist nicht so mein Fall. Das war Item 7. Jetzt stinkt unsere Bude hier voll nach Fisch. Bäh, jetzt haben wir so ein Pappmaul hier. Egal, kommen wir zu Item 8. Okay. Ihr wollt mich sterben lassen, ne? Das war sein Plan gewesen. Okay. Ein Comic. Tekken. Finde ich cool. Ich habe damals sehr viel Tekken gespielt. Tekken Tag Tournament und so weiter. Ja. Mal gucken, wie der ist. Der ist auch ein bisschen auf Englisch. War in der Magiebox drin. Das war Item 8. Alter, deine Fischdinger, die schmecken einfach nur scheiße. So, Item 9. So, ich hoffe mal, der hat nicht nur wieder was reingepackt. Flying Sky. Akiba King. Ja, da hat mir so einen Sticker reingepackt. Okay, keine Ahnung. Gut, das zählen wir sich als Item 9. Okay, was ist das hier? Das sieht ja schon mal wieder vielsprechend aus. Okay. Es sieht auf jeden Fall sehr bunt aus. Und ich kann es auch nicht lesen. Das ist auf jeden Fall wie was Japanisches. Wollen wir das auch wieder öffnen? Ja! Aber ich mich so freue, weiß ich ja nicht. Naja, machen wir mal auf. Okay. Das riecht schon mal besser als die Fischdinger. Weil ich glaube, das könnte man auch essen. Guck mal, das sieht aber aus wie so ein ganz großer Erdnussflip. 1, 2, 3, Angabe in den Mund. Das kann man mal essen. Sehr würzig. Also ganz ehrlich, das schmeckt so wie ein ganz großer Erdnussflip. Das war Item 9. Okay, jetzt habe ich auch schon reingeguckt. Item 10 ist sehr geil. Und er hat gesagt, ich soll es mir endlich mal angucken. Und das ist Batman The Dark Knight Returns. Vielen Dank, Thomas, wirklich, ne? Finde ich richtig geil. Hab dann wieder einen Teil mehr meiner Sammlung. Das ist auf jeden Fall Item 10, eine DVD. Wir stellen die jetzt mal hier so hin. Und ich weiß nicht, ob da noch was drin ist. Okay, 11 Teile hat er jetzt. Also, tsch, boom, 11 Teile. So, und das ist wohl auch nochmal ein Comic. Und da war es alle. Ach, okay, der hat da noch was reingemacht. Assassin's Creed. Ja, Assassin's Creed. Ja, das ist auch auf jeden Fall cool. Ich habe die Spiele ja gespielt. Ich war vom Film ja nicht so begeistert. Muss ich echt sagen, war ein bisschen enttäuscht. Und das ist auch so ein Comic. Ja, und dann hat er mir nochmal ein Foto reingemacht. Da ist der liebe Thomas. Hat er hier so eine Instax-Kamera, Fujifilm. Ja, da ist er. Der ist genauso bärtig wie ich hier auf dem Foto. Na, guck mal, da ist er. Ja, da ist er. Auf jeden Fall, ich muss mich auch mal wieder rasieren. Ich war mal beim Friseur gewesen, habe mir ja meine Haare, meine Friese stylen lassen. Ja, Thomas, vielen Dank. Was soll ich dazu sagen? Vielen Dank, Dankeschön. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auf seinen Kanal geht, weil er macht eigentlich ja den gleichen Content, den ich ja auch mache. Und wir gehören ja so zusammen, wir sind ja halt die Filmblogger. Und ja, wenn ihr uns mal jemand trifft auf Conventions, spricht uns beide an, zeigt auf uns, ey, da sind ja die beiden, geht hin, wir würden mit euch gerne schnacken und so weiter. Der Plan ist auf jeden Fall Comic-Con in Dortmund im Dezember. Und was anderes kommt, wenn was vorher kommt, das wird dann hier angekündigt, wir werden mal Livestreams machen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn ihr uns anspricht. Und ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen. Es war mal wieder ein anderes Unboxing, sag ich mal, so eine Art. Und ja, also, ja, trotzdem vielen Dank, Thomas. Und ja, ich habe immer noch den Fischgeschmack im Mund. Und der Erdnussflip hat das wieder übertönt, aber trotzdem war mal echt ein anderes Unboxing. Fand ich gut. So, Leute, vergesst nicht, Like zu geben, das Video. Ein Abo für Thomas, ein Abo vielleicht für mich. Wäre natürlich cool. Und würde ich sagen, Leute, bis dann und schauen. Bam!